ein neues Modell vorstellen. Unsere Extra 260 Kunstflugmaschine, komplett aus Holz. Ebenso wie die Jak aus dem Hause KDS. Das Modell wird als Verbrennerversion ausgeliefert mit Tank, Spritschläuchen, Zubehör für Verbrennen, DL50, DL55. Die Nachfrage nimmt aber stark ab, also haben wir uns entschlossen, die Modelle als Kombo mit Elektromotor herauszubringen. Ein KV 180 Umdrehungen pro Volt Motor von KDS dabei, ein 120 Ampere Regler wie bei der Jak aus der Heli-Reihe, 550 bis 700. Das Modell wird angetrieben mit 12S, 5200 mA Akkus. Gemessen haben wir im Stand bei Vollgas 70 Ampere, bei einer Eingangsleistung von 3500 Watt. Hier auch nochmal der Nachtrag, die Jak vom letzten Video, die hat eine Eingangsleistung von 2600 Watt bei ca. 70 Ampere. Und also völlig ausreichend, das Ding ist wunderbar geflogen, habt ihr auch bestimmt gesehen. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier genauso gut geht. Einen Holzprop drauf mit 22x8, der dreht 5400 Umdrehungen. Eventuell könnte man noch einen größeren verbauen. Wir haben einmal ein APC drauf, 24x12, da hatten wir dann allerdings 110 Ampere bei 5500 Watt. Es war ein wenig zu extrem bei dem Kabelquerschnitt, was wir verwenden. Und das muss absolut nicht sein. Wer das möchte, gerne, aber der sollte andere Kabel anlegen. Wir sind bereit für den Start. Für Start und Landung habe ich Dual Rate gewählt, 60% der Normalausschläge. Das sind jetzt Vollausschläge. Man sollte nicht erschrecken vor den hohen Amperezahlen, 70 Ampere bei Volllast. Fliegt das Modell normal mit 1/3 Gas. Mit der Jak vom letzten Video habe ich nach 6 Minuten Flugzeit gerade einmal 1600 mA nachgeladen. Also die Antriebe sind so ausgelegt, dass man es wirklich kaum belasten muss. Testflug, also das Modell fliegt fantastisch. Der Antrieb ist eigentlich gut abgestimmt. Vielleicht würde ich als Prop noch mal eine 24x8 probieren. Sie
steht, senkrecht, bei Halbgas. Sind genug Reserven vorhanden. Ich werde mal sehen, was ich nachladen muss, aber ich schätze mehr wie 2 Ampere auch nicht. Also es ist sehr stimmig, das Konzept. Infos zum Modell unter www.tempohobby.de oder unter hobbystar.de, rc-hobbystar.de. In Kürze wird das Modell lieferbar sein, auf der Spielbahnmesse ausgestellt. Ich freue mich aufs nächste Video, auf euch. Tschüss, bis demnächst.